Also für mich ist es nie eine Frage, aber interessanterweise, als wir dritten Vorher aufgestellt haben und der Herr Eberle als Zweier vorschlagen, das Parlament, der Herr Schmid gewählt. Also offensichtlich will man einfach keine echten SVP-Vertreter wären im Bundesrat. Und darum, wie nochmal gesagt, die Hintertüren, die Hintertüren-Absprachen, die da immer gemacht werden, das hat man jetzt gesehen mit dem Rücktritt. Das ist ein Päckchen zwischen der SP und der FDP. Das muss aufhören. Und der Bundesrat soll durchs Volk gewählt werden, dann haben sie auch eine bessere Legitimation. Wir haben jetzt schon zweimal gehört, nochmal zu der Frauenfrage für die Grünen, für den Bosnien Giro. Ja, also im Bundesrat stellt sich die Frauenfrage sicher nicht mehr so dringlich. Die sind gut vertreten im Bundesrat, von dem her ist... Also da würde ich fast meinen, Sie sagen, es braucht keine Fünfte. Ja, also ich denke, das ist jetzt nicht das erste Kriterium. Und was die Volkswahl angeht, muss man sagen, die Grünen müssen sich da nicht fürchten. Die Kandidaten, die wir haben, sind bestätigt vom Volk. Im Unterschied zum Kandidaten von SVP, Ueli Maurer, der die Mehrheit nicht gemacht hat. Im Kanton Zürich. Apropos also, Ueli Maurer, ist übrigens morgen im Sommertag da bei Tele Zürich. Und er nimmt auch zum ersten Mal öffentlich Stellung zu den Vorwürfen, die ihm gerichtet worden sind oder als VBS wegen den stattliche Honorar, die für Berater gezahlt worden sind. Wir kommen jetzt aber zum zweiten Thema. Ja, macht es einen Unterschied, ob jetzt jemand in einer Schulklasse Baseballmütze anhat oder ein Kopftuch? Ja. Ein Kopftuchverbot in Schulen, das schlägt der St. Galler Bildungsdirektor der Schulgemeinde vor. So könnte die Diskriminierung von muslimischen Schülerinnen verhindert und die Integration gefördert werden. Dazu sei ein Kopftuch kein religiöses Symbol, sondern eigentlich das gleiche wie eine Tächlikappe oder eine Wollmütze. Anderer Meinung sind gläubige Muslime, sie sehen sich in ihrer Religionsausübung gestört, stoßen aber vor allem in Schulen auf immer mehr Widerstand. In eine ähnliche Richtung zielt nämlich auch die Busse, die Basler Bildungsdirektion kürzlich ausgesprochen hat. 5 muslimische Familien werden dort gebüsst, weil sie ihre Kinder nicht in den Schwimmunterricht geschickt haben. Fredi Herr Agna, Sie sind Lehrer im Stadtzürcher Kreis 5. Vorne links sitzt der Jamie mit dem FCZ-Käppli an, rechts Zaida mit dem Kopftuch. Was machen Sie? Ja gut, die müssen es beide abziehen. Ich denke, wenn einer mit der Tächlikappe in der Schule ist, dann gehört er einfach nicht in den Unterricht. Also der stört und geht dann mit der Kappe in den Schulbank hier. Beim Kopftuch ist es ähnlich, oder respektive im Schwimmunterricht. Ich verstehe das nicht, dass muslimische Eltern ihre Kinder nicht in den Schwimmunterricht schicken, weil sie schaden nämlich ihren eigenen Kind, setzen die auch anderen Gefahr aus, nämlich am Gefahr vom Ertrinken. Und es zeigt eigentlich, wie weit wir es heute gebracht haben in unserer Schule. Wir haben eine Volksschule. Die Schule soll für alle da sein. Und da kann es einfach keine Extrawürste geben. Und wenn die Muslime da extra Recht fordern, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen eigene Schulen, wo sie können bestimmen können, also Privatschulen. Das kann das man in der Schweiz. Sie begrüßen. Das ist mir gleich. Das kann man in der Schweiz machen. Das ist nicht verboten. Und sonst steht jeder Muslim frei zu gehen. Er kann auf Somalia, er kann in den schönen Sudan, wo die Frau Buchholzer war. Er kann auf der Grenze. Vis-à-vis vom Sudan. Er kann auf Saudi-Arabien, sie können auf Pakistan und dann können sie den ganzen Tag mit dem Kopf durch in die Schule, aber dann müssen sie nicht in der Schweiz bleiben. Das so also, einfach gut. Ist es eigentlich. Ja, also, Bastian Giro. Jetzt schlussendlich ist argumentiert worden über einen Schwimmunterricht, wo ich verstanden bin, dass alle so in Schwimmunterricht kommen. Bleiben wir beim Kopftuch, dann muss man sagen, das ist von dem Regierungsrat, der anscheinend bis jetzt nicht viel vorzuweisen hat, kann irgendwie so eine Art sich zu inszenieren, weil es ist nicht, die Diskussion haben wir ja eigentlich schon gehabt. Und wenn man den Vergleich macht mit dem Käppli und dem Kopftuch, ist halt der Unterschied, dass wenn man das Käppli ein bisschen runterzieht, sieht man das Gesicht nicht. Mhm. Und das ist halt störend für einen Lehrer, wenn man das Gesicht der Schüler nicht sieht. Hingegen ein Kopftuch, das ist eigentlich, wenn man dort Vorschriften machen will, ist wie wenn man Vorschriften für Frisuren machen will. Und ich weiß nicht, das wird dann schon ein bisschen totalitär, wenn man so weit eingreift, in wie sich die Schüler anlegen und inwiefern man dann dort gerade gegenüber solchen Religionen irgendwie so überzeugt von unseren freiheitlichen Werten, das würde ich dann sehr bezweifeln. Die freiheitlichen Werte, interessanterweise, sie fordern immer. Aber sie tun eigentlich ihre eigenen Kinder unterdrücken, weil denen Kind ist auch nicht dient im vorpubertären Alter, wenn sie mit dem Kopftuch in die Schule gehen. Ich glaube, das ist niemandem nützlich. Und wir haben eine Volksschule in der Schweiz, die für alle Schülerinnen und Schüler da sein soll. Ja. Gut, also, wir das vorhin gesagt, dass es nicht stören würde, wenn ihr eine Privatschule hat. Aber wenn man kommt, dann stört es. Ja, wenn sie ihre Privatschule sind, ist das für die Integration
viel schlimmer, als wenn man sie in der Staatsschule hat und dort eigentlich auch Freundschaften entstehen. Also das ist viel besser. Sonja, es geht ja manchmal so weit, dass man lesen kann, dass als Argument für ein Verbot gesagt wird, ja, das gäbe einen Emanzipationsschub für die jungen Muslime, dass sie eben dann nicht mehr müssen das Kopftuch tragen. Glaubst du das? Nein, das ist natürlich ein Quatsch. Über die ganze Diskussion über ein Kopftuch finde ich ein Quatsch. Ich kann noch diskutieren über eine Burka. Also da, die ganze Körperverschleierung. Ich glaube, das ist dann wirklich ein Emanzipationsthema. Sondergleichen, zumal ja sehr oft unter der beschnittene Körper sind von Frauen. Aber also beim Kopftuch muss ich sagen, und da hat ein Journalist im Tagi etwas wunderbar zusammengefasst. Er hat geschrieben, ob der Hip-Hopper mit seinem Mützli, wie du gesagt hast, oder es gibt auch noch auch eine jüdische Kopfbedeckung oder eben eine Kopfbedeckung von einem muslimischen Mädchen. Ich glaube, letztlich sind wir gefordert, in dem heutigen Europa ein Minimum an Toleranz gegenüber Andersdenkenden im Sinne auch von multikulturellem Zusammenleben, von verschiedenen Religionen, die irgendwo miteinander können, im Respekt zusammenleben können, zu lehren. Und da sind wir, glaube ich, wirklich noch schwer am Üben. Und ich habe ein riesen Plädoyer wirklich für mehr Toleranzverständnis. Ich bin aber auch einig. Es gibt Grundregeln, Schwimmunterricht, Turnunterricht. Schwimmunterricht obligatorisch, völlig halt klar, mit ganzem Badkleid, wenn es anders geht. Oder? Genau. Also da bin ich auch der Meinung, das Regelwerk besteht, aber da drin muss man irgendwie in der Lage sein, toleranter zu sein. Und wir neigen in der Schweiz also ganz zärtige sogenannte Symbole, die ja nicht eigentlich Symbole sind, einfach auch als Ausdruck von einer Angst gegenüber dem Fremden immer mehr als diskutieren und zu missbrauchen. Ich glaube wirklich, wir haben am Anfang beide gesagt, wir haben so andere Probleme im Moment in der Welt, um irgendwo uns auf dieser Welt zum Überleben bringen mit unseren Kindern, dass wir nicht über Kopftücher und solche Lappalien und Marginalien diskutieren. Es geht eben nicht um Toleranz, es geht eben darum, dass die Muslime Sonderrechte einfordern. Auch bezüglich Friedhofsbestattung, dass man muss durchs ganze Band, das Sonderrecht einfordert und dass Toleranz eingefordert wird von uns, aber sie kein Jota nachgehend und Toleranz sind gegenüber unserer Gesellschaftsordnung. Und da muss sich die schweizerische Rechtsordnung in Gottes Namen durchsetzen, weil sonst können wir aufhören. Aber wir reden ja nur über das Kopftuch jetzt. Oder? Ja, es gibt ganz viele Sonderthemen, die man auch zu anderen anschauen muss. Den Friedhofunterricht, Friedhofsordnung. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, mit Kopftuch, da haben Sie ja das auch verglichen mit, ob es jetzt ein Käppli ist, ein Kopftuch. Wenn die Schule findet, das liegt nicht drin, dann ist das klar. Da muss man gar nicht diskutieren. Ich bin der Meinung, man muss auch dem Lehrer wieder mehr Macht in die Hände geben, damit er das eben austragen kann mit den Schülerinnen respektive mit der Familie, und dass man nicht immer für alles ein Gesetz machen und ein Verbot. Also die Lehrer unterstützen finde ich grundsätzlich sowieso mal gut. Wir kommen zum Thema Nummer 3. Die Stadt Zürich hat, wir wissen es, ihr lieben Puff mit dem boomenden Sexgewerbe. Das ist schon Jahrzehnte alt. Büssen, verbieten, tolerieren, wenn tolerieren, ja, aber wie, wo, das ist das letzte Thema. Der Strassenstrich am Silke muss weg, da sind sich fast alle Parteien einig. Nur wie und noch schwieriger, woher könnte man den Strich verfrachten? Der SVP-Gemeinderat Mauro Tuena schlägt statt dem Strassenstrich besser kontrollierbare Eros-Zentren, also Edelbordell, vor. Und aufs Schlachthofareal möchte der Milieuanwalt Valentin Landmann die Rotlichtmeile umsiedeln. Dort könnte man den Strassenstrich mitsamt Absteigen für die Prostituierten kombinieren. Also Bastian Schiech aus Zürich, Sexgewerbe in Corpore verlagern auf das Areal vom Schlachthof, und das Problem gelöst? Ja, gelöst ist es noch lange nicht, aber was man in diesem Gebiet sicher muss schauen muss, ist, dass einfach ein Verbot ist, einfach die Augen zu machen und das, was eigentlich im Zentrum steht, ist nämlich zu verhindern, dass wirklich Frauen unter Zwang die Tätigkeit müssen ausüben. Das hat man mit dem überhaupt noch nicht gelöst. Man verschlimmert die Situation. Von dem her, dass man es eher in einem kontrollierteren Rahmen macht, ist sicher, wo es jetzt genau sein soll, das muss man ja noch diskutieren. Aber dass man es eher kontrolliert macht und nicht einfach so auf der Straße, ist sicher ein Fortschritt. Was ich eigentlich ein grosses Problem finde im Moment, ist die Kurzaufenthaltsbewilligungen, die ausgeteilt werden. Weil das Problem ist ja, das Perfide ist ja, der Druck, der passiert nicht direkt. Also
oder die Druck machen, stehen nicht gerade hinter diesen Frauen. Aber das ist über Familien, die daheim bleiben. Also indirekter Druck, der schwierig wird, die Netze aufzufliegen. Und von dem her finde ich, müssen wir dort wirklich auch strenger vorgehen, dass man sagt, eine Kurzaufenthaltsbewilligung einfach schnell in die Schweiz arbeiten, das ist nicht möglich. Oder? Am Silke braucht es sofort Massnahmen. Das ist klar. Die Situation, die Platz aus allen nicht. Was sind geeignete Massnahmen? Also 10,7 Kilometer, habe ich gelesen, ist die ganze Strich Mehrfachmeile. Und also, wenn ich jetzt das darf sagen, als für euch, ich finde das für Zürich ein skandalöser Imageschaden, was da Angebot-Nachfrage respektive die Nachfrage und Angebot bestimmt, das weiß ich nicht, aber es ist bestimmt eine Wechselwirkung, was es bedeutet für das Thema Frauenhandel, Menschenhandel, für Gesundheitspolitik letztlich auch, aber auch für den sozialen Frieden oder die Familienpolitik sogar mit so einem Überangebot ist noch ein anderes Thema. Und ich bin dafür, wenn man sich mal überlegt, wie es kann sein, dass Kanton Bern, Genf und Zürich, wenn ich richtig informiert bin, sich gesondert verhalten, ohne Arbeitsbewilligung, mit 25 Franken Sonderbewilligungen, derartige 3-Monats-Bewilligungen geben, wo aus Rumänien und Ungarn Prostituierte können einfach kommen. Und ich habe gelesen, allein im Monat Januar sind es plus 500 Prostituierte, die sich anbieten. Das ist, wenn man sich das anlässt, natürlich ein Skandal für Zürich. Und ich glaube auch, man muss das mehr regulieren, man muss das mehr kontrollieren. Und mit Sicherheit muss man sich fragen, warum genau diese Zielgruppe keine Arbeitsbewilligung braucht. Es sind 3 Kantone, die anderen haben das irgendwie anders geregelt. Warum Gibt es eine Zürich? Antwort darauf, auf die Frage? Ja gut, ihr könnt jetzt auch schon beklagen über die Zustände, aber verantwortlich sind auch diese Personen hier. Im Rahmen der Personenfreizügigkeit hat die SVP gewarnt davon, vor den Roma, die werden in die Schweiz kommen. Die Roma-Frauen sind jetzt da, es gibt auch Bettler, in der Stadt Bern beispielsweise. Und das sind halt jetzt die Auswüchse der Personenfreizügigkeit. Und die rot-grüne Regierung, die ja da mit flatternden Fahnen in die EU will und nicht genügend Personenfreizügigkeit haben, hat jetzt da ein Problem, das sie muss lösen. Aber ich wehre mich dagegen, wenn die SVP immer Lösungen offerieren für Probleme, die ihr verursacht habt. Das ist halt, wenn die Schweiz nicht mehr kann. Nein, die Schweiz, Entschuldigung, die Schweiz kann heute nicht mehr entscheiden, wer in unser Land kommt mit dem Abkommen über Schengen. Und wir können nicht mehr entscheiden, wer zu uns kommt und arbeiten. Im Rahmen von der Personenfreizügigkeit. Es ist immer noch ein Rechtsstaat. Es gibt schon noch Gesetze, oder? Es gibt schon noch Gesetze, aber das sind jetzt halt die Auswüchse, die wir haben. Und vor dem haben wir gewarnt. Da hätte man die Verträge, genau. Die Verträge müssen mit der EU anders machen, damit wir da auch Handhabe hätten, um das zu verbieten. Ganz konkret, was sehen Sie für sofort Massnahmen? Wenn man die Foren durchgeht bei der Tageszeit im Zusammenhang, was ja alles geschrieben wird zum Thema Silke, da habe ich unter anderem auch gelesen, einen Schlag vor. Videokameras, überall Videokameras, damit die freier gefilmt werden, weil die das ja häufig heimlich machen. Wäre das zum Beispiel eine Lösung? Ich bin der Meinung, es geht nicht an, dass man einen Strassenstrich macht in einem Wohngebiet. Da müsste man halt ein anderes Gebiet suchen in der Stadt Zürich, wo es weniger störend ist, beispielsweise in der Almend. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Aber das Hauptproblem ist, dass Leute kommen können aus dem EU-Raum, dass Roma heute kommen können und sich prostituieren. Dank der Personenfreizügigkeit. Und dort müssen wir die Regel schieben, dass man das eben abstellen kann. Es liegt nur an dem und an nichts anderem. Und da könnte ich noch lange um den heißen Brei herumreden und sagen, was man alles machen sollte. Dort liegt der grosse Fehler. Und darum haben wir heute keine Handhabe mehr. Und das muss man blitzartig ändern. Gut, wenn man aber zurückbricht in die Geschichte der Stadt Zürich, hat man festgestellt, wo es ja die EU gar noch nicht gegeben hat, oder in dieser Form noch nicht gegeben hat, das Problem auch schon da war. Im Seefeld, aber nicht so, oder? Entschuldigung, aber es ist nie... Es war eine andere Zeit, aber das Problem war schon da. Aber es war nie so da in dieser massive Zunahme, die wir heute haben. Das war noch nie so. Und das sind Auswirkungen aufgrund von diesen typisch Verträgen. Freddy Herr, sagen Sie. Nein, das ist typisch SVP. Und darum hat die SVP in der Stadt Zürich auch nicht den grossen Erfolg, weil sie sich den urbanen Problem einfach nicht stellt. Weil sie sagt, wir haben es schon immer gesagt, das ist wegen der Personenfreizügigkeit. Und darum suchen wir jetzt gar nicht mehr nach Lösungen. Fakt ist, wir haben jetzt die Situation, in der man muss handeln muss und man muss nach Lösungen suchen. Und es ist eben auch so, dass Lösungen möglich sind. Was ja auch zu sagen ist, ist das Problem ist ja eben, gehört.
dass die Frauen nicht im Rahmen der Personenfreizügigkeit ins Kontingent aufgenommen wird, weil man das nicht ausschöpfen will, sondern ihnen eben die Kurzarbeitsverträge gibt. Und wenn man das würde regeln, dann würde es sich natürlich schon einmal reduzieren. Das ist ein Ansatzpunkt. Wo schnell umsetzbar wäre. Ja, wo schnell umsetzbar wäre und wo wichtig ist, um eigentlich die, also das grösste Leid, das auch in diesem Gewerbe ist, wirklich der Zwang, dass man das besser in den Griff bekommt. Und das andere ist natürlich, dass man sich verlagern muss, wirklich an einen Ort, wo das denn genau ist. Muss man schauen, sicher nicht in einem Wohngebiet, wo das dann so ein bisschen gestatteter abgelaufen kann.